Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Cupra Urban Rebel Concept an, welcher mit dem gestrigen Update im Spiel erschienen ist und ab sofort für 2 Millionen Credits in der Automesse erworben werden kann. Wenn dir das Geld allerdings zu schade ist und du ein bisschen Geduld mitbringst, dann war doch bis morgen Nachmittag ab mit Beginn von Serie 15. Wenn du nämlich während Serie 15 das Spiel spielst, bekommst du das Fahrzeug gratis über die Nachrichtenzentrale geschenkt, was ja auch kein schlechter Deal ist. Ja, bevor wir das Fahrzeug gleich in Action erleben, vielleicht ein paar Dinge im Vorfeld allgemein dazu. Und zwar 2025 will ja Cupra im Elektroautomarkt einsteigen oder anders formuliert, 2025 soll das erste vollelektrische Auto von Cupra erscheinen und wie das so ist, wenn man in eine neue IP reinstartet, dann präsentiert man natürlich ein Concept-Car und genau das haben sie getan und zwar nicht nur mit einem Concept-Car, sondern gleich mit zwei, nämlich auf der IAA Mobility 2021 in München haben sie einmal ja, ein ganz normales Straßenkonzept vorgestellt, so wie ungefähr dann das Ganze auch 2025 erscheinen soll, aber dazu haben sie noch eine ja, radikalere Rennversion präsentiert und genau die haben wir jetzt hier bekommen und dazu hatten sie auch einen Slogan, der da lautete The Radical Interpretation of an Urban Electric Car Started as a Race Car. Also übersetzt, die radikale Interpretation eines elektrischen Stadtautos beginnt als Rennwagen und das finde ich schon mal eine richtig sympathische Nummer, also zu sagen, hey, okay, wir steigen da in so ein komplett neues Segment ein, ein neues Gebiet ein. Und um da gleich mal zu zeigen, was geht, ja, gehen wir einfach in die Vollen und ja, konzipieren einfach einen Rennwagen dazu und versuchen dann halt auch aus ja, diesem Extremen das Beste rauszunehmen für unsere Straßenversion. Und tatsächlich war das ganze ja, Concept-Car, also dieser Urban Rebel Concept, den wir hier sehen, nicht nur einfach irgendein Showcar, sondern das Ding sind sie auch wirklich auf der Rennstrecke ausgefahren. Und das ist für uns eigentlich das richtige Stichwort. Wir wollen das Ding natürlich auch ausfahren und am besten auf unserer PXA-Teststrecke. Und genau da gehen wir jetzt mit dem Ding hin. Und mit einem elektrischen Katapultstart geht's hier auch schon los und ich würde sagen, wir werfen direkt den Blick aufs Datenblatt und da sehen wir, ja, nicht sonderlich viel. Da sieht's relativ leer aus. Ja, wie das meistens so üblich ist bei Konzeptfahrzeugen, entweder schmeißen die Hersteller mit Werten um sich, um das Ganze ein bisschen mehr zu bewerben oder aber es gibt kaum offizielle Werte dazu. Letzteres ist jetzt hier der Fall. Wir gehen aber trotzdem das Ganze einfach mal der Reihe nach durch. Und zwar hat der Urban Rebel Concept im Herzen zwei Elektromotoren, einer vorne, einer hinten, der jeweils dann auch die jeweilige Achse antreibt. Die Systemleistung beträgt 435 PS. Beim Drehmoment gibt es halt zum Beispiel jetzt keinen offiziellen Wert, aber da können wir uns ja aus dem Wert des Spiels bedienen. Da legen wir bei 658 Newtonmeter Drehmoment. Beim Getriebe, ja, müssen wir glaube ich nichts dazu sagen, ist eine Direktübersetzung. Beim Gewicht sind wir zumindest mal hier im Spiel bei 1,4 Tonnen unterwegs. Der Sprint von 0 auf 100, damit haben sie geworben. Geht das Ganze in 3,2 Sekunden vonstatten. Hier im Spiel sogar ein Ticken schneller mit 3,1 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit, gut, das ist jetzt eh sowas, wo man eh nicht gerne Elektrofahrzeuge bewirbt. Da können wir aber auch im Spiel einfach mal nachschauen, wo da Schluss wäre. Und da wären wir dann bei circa 263 km/h am Ende. Ja, soweit so gut dazu. Aber wie fuhr sich denn dieses, ja, Rennwagen-Konzept-Elektrofahrzeug? Ja, tatsächlich einfach wild. Ja, also ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Manch einer sagt, okay, diese Elektrofahrzeuge, die bringen mir einfach nichts ins Spiel, die bringen gar keine Emotionen rüber. Aber ganz ehrlich, wenn man die Dinger fährt und gerade sowas, wo so viel Grip hat, es macht schon echt gut Laune, das Ding zu fahren. Das klebt richtig auf dem Asphalt, es schiebt durch die Elektromotoren einfach so unglaublich an. Du hast halt immer diese Leistung anliegen. Also ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß auf der Teststrecke. Gerade wenn man es halt mal vergleicht mit anderen Fahrzeugen, zum Teil auch anderen Elektrofahrzeugen, die wir schon gefahren sind, ist das Ding schon echt eine Wucht. Finde ich echt schon irgendwie geil. Also ich hatte definitiv meinen Spaß damit. Und mit einer 1:59.019 ist es, denke ich, auch eine okaye Zeit. Ja, ist jetzt für den Forza-internen Leistungsindex nicht überragend, ja, aber es ist okay. Ja, also wir haben hier schon öfters mal Elektrofahrzeuge gefahren und meistens hat ja die Topspeed das Ganze so ein bisschen limitiert. Hier hat es eigentlich gepasst, ja, wir sind so Richtung 250 km/h gekommen, also fast schon Richtung maximalem Topspeed-Wert, was hier im Spiel in der Serie mit dem Fahrzeug geht und das hat auch irgendwo gereicht, würde ich sagen. Klar, besser oder ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Topspeed wäre nicht schlecht, aber ja,
ist okay. Also wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Ich kann jedem auch nur empfehlen, schnappt euch das Ding einfach mal in der Serie und ja, fahrt einfach, ja, vielleicht eure eigene Teststrecke oder auch unsere Teststrecke und ihr werdet feststellen, ja, das Ding macht schon gut Spaß. Es performt wirklich eigentlich in jeder Lebenslage gut. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man aus sehr schnellen Abschnitten kommt und dann in eine langsame Kurve reinfährt, dass man nicht zu viel dem Fahrzeug verlangt, weil dann könnte ein, ja, sehr krasser Lift-of-Oversteer erzeugt werden, weil durch den kurzen Radstand kommt dann schon gerne mal das Heck. Aber wenn man da gezielt reinfährt, vielleicht ein bisschen spitzer reinfährt, dann, ja, dann funktioniert es einfach. Ja, das Ding ist auf jeden Fall eine geile, geile Waffe. Und ja, geil ist nicht nur das Fahrverhalten, sondern finde ich persönlich auch die Optik. Und deswegen gehen wir mal zurück zu unserem Häuschen in den Forza Vista-Modus und werfen nochmal einen Blick auf das Fahrzeug. Und ja, ich finde das schon echt cool. Es wirkt tatsächlich sehr groß und klobig, aber der Urban Rebel, so wie er dann auch im 2025 erscheinen soll, soll ja ein Kleinwagen werden. Elektro-Kleinwagen. Ich habe auch erst gedacht, ist das nicht schon eher so ein kleiner SUV, so von den Proportionen her, aber ja, soll wohl eher in die Kleinwagenkategorie fallen schlussendlich. Könnt auch gerne mal im Netz die Bilder zum ja, Urban Rebel Straßenwagen-Konzept angucken. Da hat man, glaube ich, dann eher ein Bild davon, wie das Ganze wirkt. Ich meine, der Rennwagen sieht halt dadurch, weil das alles auch nach unten extrem gezogen wurde, halt natürlich auch nochmals, finde ich, höher in der Proportion aus, ein bisschen bulliger aus, aber irgendwie hat's was, ja, und das Design gefällt mir auch sehr gut, auch gerade die Folierung hier, dieses, ja, lila-grün-Mischung in matt mit diesen gelben Akzenten, also schon nicht schlecht. Ich meine, die Designer von diesem Urban Rebel Concept haben auch gesagt, sie wollen eigentlich, wenn jemand das Fahrzeug anguckt, ohne jetzt zu wissen, ob es elektrisch oder ein Verbrenner ist, einfach wirklich Emotionen wecken. Und dann, wenn man dann halt weiß, es ist ein Elektrofahrzeug, dann aber trotzdem halt sagen, okay, krass, also es weckt in mir was, also weckt in mir Emotionen. Und weil man ja halt eben sehr oft mit Elektrofahrzeugen halt auch verbindet, ja, da regt sich bei mir nichts, ne? Es muss ein Verbrenner sein. Und ich meine, rein optisch, wie gesagt, finde ich das Ding, kann man auf jeden Fall angucken. Ich meine, allein schon diese Heckflügelpartie und alles und auch mit der Rückleuchten und alles und eben das Cupra-Logo, wie sie da so integriert haben, was dann auch leuchtet und allem, ist schon geil. Also, ich meine, klar, über Geschmack lässt sich streiten, aber come on, seid mal ehrlich, selbst wenn ihr jetzt ein alter Elektro-Gegner seid, ja, dann, also jetzt rein nur vom Design her, kann man sich schon angucken. Ja? Werfen auch vielleicht mal einen kleinen Blick. Alter, die Tür, ne? Oh! Konzeptfahrzeug halt, ne? Da kann man natürlich sowas machen. Blick rein, ja. Und tatsächlich hier, guck mal, mit einer entsprechenden Fly-Off-Handbremse. Ja, aber mit dem Grund, die wollten auch so ein bisschen, glaube ich, so Rallycross-Style mit dabei haben. Das Fahrzeug soll halt auch Spaß machen. Das Ding soll man auch ein bisschen querschmeißen können. Nicht nur einfach reine Straßenperformance und schnell durch die Kurve, sondern wirklich damit auch Spaß haben. Und ich glaube, das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Also, ja, mir macht es allein schon im Spiel Spaß. Was meinst du, wie in Real Life, wie das abgeht, wenn du in dem Ding sitzt? Ich glaube, das ist schon eine echt krasse Waffe. Geil. Aber, ja, wir wollen nicht zu lange hier drin verweilen, aber, ja, ich wollte einfach das Fahrzeug auch nochmal hier so ein bisschen im Detail anschauen, weil wir die meiste Zeit das Fahrzeug natürlich entweder außer Cockpit-Sicht gleich sehen werden oder von hinten, wenn wir fahren. Wir gehen aber ins Tuning. Wir können tatsächlich nochmal ein bisschen Leistung drauflegen. Und das ist sogar in 3 Stufen. Wir können direkt auf 579 PS hochgehen, 805 PS oder sogar 1023 PS. Und wir müssen eigentlich nicht lange drüber reden, was wir jetzt machen, ne? In die vollen. Ja, Reifen, lassen wir mal die Full Slicks. Wir könnten jetzt natürlich auf die Semi-Slicks gehen, durch die Horizon-Reifen bzw. die Redline-Reifen. Aber ja, wir bleiben mal bei den Slicks. Ich meine, man könnte natürlich auch mit Drift-Reifen so einen Drifter draus bauen. Ich denke, das könnte auch ganz gut gehen, ganz nach dem Mustang Mach-E-Prinzip. Ja, schlägt ja eine ähnliche Kerbe, aber ich glaube, wir bleiben jetzt aber erstmal, oder versuchen erstmal irgendwie in der Grip-Region zu bleiben. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, Handlingwert 7,4 ist nicht viel für diese hohe Stufe, wo wir jetzt gerade sind. Aber hey, wir probieren es einfach mal aus. Runtergehen in der Leistung können wir immer noch. So, ein bisschen hier die Spur rausholen. Was können wir denn hier machen? Antriebswelle. Ready Diff oder ein Drift Diff? Ja, das ist ein Renndiff, ist ja dann schon drin. Brauchen wir nicht ändern. Dann können wir nochmal bessere Bremsen verbauen. Okay. Ja, why not? Machen wir. Ich meine, der hat in der Serie schon gute Bremsen. Aber ja, machen wir mal rein.
Fahrwerk brauchen wir nicht und Gewicht können wir noch mal ein bisschen abreduzieren. Das ist ja eh schon, finde ich, für ein Elektrofahrzeug gleich. Guck mal, wir kommen genau auf 998, das ist sehr interessant. Ja, machen wir mal. Und installieren das Ganze. Was ich mich jetzt frage, ist, wenn ich jetzt unter Designs gehe, ob das Design verschwindet. Oder mal was ausprobieren. Probieren geht über Studieren. So. Ne, ich glaube, das Grunddesign bleibt, oder? Moment, das werden wir jetzt sehen. Wenn ich hier was ändere. Ne, genau, dann geht's weg. Schade. Weil ich jetzt gern die Bremssättel lackiert. Aber das ist ja quasi dann schon gar nicht möglich mit dem Ursprungsdesign. Das geht ja dann verloren, leider. Das ist schade. Das ist schade. Aber es ist ein mehrteiliges Design, sehe ich gerade. Farbgruppe 2. Ah, das ist dann das Dach, okay. Farbgruppe 3. Ja, neues Fahrzeug muss man ja mal auf Herz und Nieren auch überprüfen. Okay, das sind dann die Teile. Aber okay, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch cool eigene Designs machen. Einfach, weil schon mehrteilige Dinge hier vorhanden sind. Aber wir bleiben mal bei dem Grunddesign. Die roten Bremssättel ignorieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja, vielleicht auch, falls es für den einen oder anderen interessant ist, können wir ja mal kurz zu den Automeisterungen noch gucken. Ich nehme jetzt einfach gleich alle mit. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts mega krasses mit dabei, wo ich sagen würde, jawohl, geil. Also ich meine, gut, wenn man jetzt vielleicht erst beginnt mit Forza und dann in Serie 15 spielt, das Ding gratis bekommt, dann kann man hier sofort 100.000 Credits mitnehmen und so. Aber ja gut, also ist jetzt nicht der Rede wert, würde ich sagen. Gut, jetzt gehen wir aber raus. Ich meine, Leistung mehr als verdoppelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Einfach auch schon, wie es Getriebe reicht. Okay, man merkt schon beim Losfahren, da ist richtig Bums jetzt in der Hütte. Alter. Alter, okay, wie kommen wir das durchbeschleunigt? Holla, okay. Okay, 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 okay. Oh Gott. Alter, okay. Wir müssen auf jeden Fall das Getriebe länger machen. Das Ding ist ultra, 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 ultra crazy. Können wir da sogar Richtung 316 sind wir jetzt. Ich glaube, wir können schon richtig. Wobei, was ich machen würde, glaube ich, einfach weil wir so viel Power haben, wir gehen jetzt einmal hier mal auf die volle Aero. Die ist nämlich einstellbar. So. Gucken wir einfach mal. Wo denn der Schluss wäre. Also ich will jetzt nicht auf die maximale Topspeed, glaube ich, gehen. Weil der hat so viel Bums. Ich glaube, selbst die lange Übersetzung könnte der ganz gut. Wollen wir mal einfach Richtung 400 gehen, laut Anzeige unten rechts. Ja, schafft er aber nicht. Also 360 ist Schluss. Warte mal. Ja, okay. So. Ja, genau, 360, das ist okay. Den Rest lassen wir erstmal so eingestellt. Gucken wir einfach mal, wie sich's fährt. Er könnte sogar noch deutlich tiefer. Okay, komm, das können wir vielleicht machen. Alter, okay, wie viel tiefer geht er bitte? Okay, wir gehen mal kurz auf Maximum, weil es mich einfach interessiert. Okay, das ist crazy. Wie tief kann er bitte sein? Okay. Da schleift er aber mal richtig am Boden, aber ich finde es irgendwie geil. Aber ein bisschen Bodenfreiheit würde ich ihm trotzdem gönnen. Weil aufsetzen mit dem Ding will ich eigentlich nicht. Machen wir mal so. Ist vielleicht auch ganz nicht schlecht. Okay. Wir fahren nochmal neu an, auch wenn es jetzt bergab ist, aber ist egal. Einfach um zu wissen, wie der losbeschleunigt. Alter, da kommt mal wieder wie ein Spin an. Oh Mann. Okay, das ist schon crazy. Aber gut, wir haben jetzt so gut Leistung. Das Ding wiegt jetzt auch nichts mehr. 1,1 Tonnen. Ist schon verrückt. Er geht trotzdem gut um die Kurve. Kannst du sagen, was du willst? Da siehst du, dass der Handling-Wert halt auch immer nur so ein Richtwert ist. Alter. Nur ganz kurz auf die Live-Telemetrie gehen, gerade was den Radsturz betrifft, weil er ja in der Serie sehr wenig hat, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar erhöhen müssen. Das wird zu schnell gefahren. Ja, wobei, eigentlich ist es gar nicht schlecht, wie es eingestellt ist. Ist halt dadurch extrem direktes Fahrzeug, was Einlenkverhalten angeht. Also man muss schon sehr feinfühlig einlenken. Also so volles Einlenken ist, ne, hebelt das Fahrzeug eher aus. Man muss schon eher so langsam den Stick nach links oder rechts bewegen beim ersten Lenkimpuls. Aber wirklich, da musst du groß nichts einstellen bei dem Fahrzeug, weil der einfach von Haus aus schon gut eingestellt ist. Also den kannst du jetzt so lassen. Ich meine, reizen würde es mich schon auch irgendwie so ein Drifter draus zu machen. So, ne, wie der Mach-E halt ja auch quasi so eine halbe Drift-Semmel ist. Ich meine, wenn wir schon hier so eine Handbremse haben.
dann warum nicht? Okay, krass. Also wenn du, glaube ich, in ein Driftfahrwerk und so da ankommst, kannst du, glaube ich, schon echt was... Sollen wir das noch machen gleich? Ich meine, ja, bin ich jetzt eigentlich schon am Ende. Also ich bin eigentlich schon happy damit. Ich will jetzt groß gar nichts rumtunen. Ich meine, da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen, aber... Können wir gleich ja zwei Konzepte machen. Und was wir jetzt vielleicht noch machen können, einfach mal probieren, wie er darauf reagiert, würde mich interessieren, wenn ich hier einen Ticken das weicher mache beim Stabi. Und was wir halt vielleicht auch noch machen können, was glaube ich auch funktionieren würde bei dem Fahrzeug, ist, die Federrate etwas zu erhöhen. Einfach weil wir auch den Anpressdruck erhöht haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch funktioniert. Ich meine, wenn es jetzt nicht funktioniert, auch nicht schlimm, dann haben wir es immerhin probiert. Können wir auch ein bisschen höher gehen bei den Full Slicks. So, okay. Okay, probieren wir das mal kurz aus. Aber der schiebt schon gut jetzt an, ey. Aber es ist auch krass, dass man so viel Leistung rauskitzeln kann. Feier ich schon. Weil oftmals ist es ja bei den Elektrofahrzeugen so im Spiel, dass da meistens nicht so viel geht, leistungstechnisch. Aber hier können wir einfach mal komplett übertreiben. Ja, der... Also, der liegt schon ultra. Sieht man mal, was die Aero dann bringt auch schlussendlich. Ich feier's. Ich feier's. Aber komm, wir machen jetzt auf jeden Fall noch so ein Rennen hier. Aber mal gucken, wie wir da so abschneiden. Ich meine, für S2 998 ist es, glaube ich, trotzdem zu schwach, würde ich jetzt sagen. Aber... Ja. Macht trotzdem Spaß. Macht trotzdem Spaß. So, starten wir das Ganze. Der Start, Alter. Einfach mal über alle vier Räder. Wheelspin. Er ist halt sofort auf 250, ne? Bei dem macht ja eigentlich 0 auf 100 Angabe gar keinen Sinn. Da musst du 0 auf 250 Angabe machen, weil das ist das, wo er halt hinbeschleunigt ohne, ja, Einbußen, sag ich mal. Da rein. Ja, ist schon. Auf der Bremse schiebt er schon ein bisschen rum. Geht mal weg jetzt hier. Also wieder geil, wie die drei Vatara einfach wieder ihre gecheateten Kurvengeschwindigkeiten haben. Ja, auf der Bremse ist er nicht ganz so geil eigentlich irgendwie, obwohl man ja meinen konnte, wie es. Top, aber da musst du ein bisschen mehr noch in die Kurve rein tatsächlich lenken. Wir gleich nochmal gucken im Feintuning. Also jetzt hier so im Rennfahren merkst du dann schon das Limit. Aber theoretisch ein bisschen besser können, wie man es müsste. Man hört halt einfach gar nichts mehr vom Fahrzeug jetzt im Sturm. Ist halt. Nein, tu das nicht. Käfer. Das ist eigentlich eine Leistung her. Wie bieten die an? Konstant. Im Moment, wo wir sinken natürlich, aber ist okay. Einen vorne kriege ich nicht mehr. Ja, müsste ein bisschen mehr noch, ich glaube, wir gehen mit dem Stabi nochmal ein bisschen mehr nach unten vorne, dass er noch ein bisschen mehr in die Kurve mitgeht. Vielleicht auch über die Dämpfung nochmal ein bisschen was machen oder über das Diff, da haben wir auch noch gar nicht reingeguckt. Ich glaube, da geht auch nochmal ein bisschen was. Schauen wir einfach mal. So. Genau, ich würde hier versuchen, tatsächlich doch nochmal ein bisschen nach unten zu gehen. Und Diff, ja, 50, 60. Ist aber, glaube ich, okay bei dem Fahrzeug. Ich würde vielleicht hier versuchen, ein bisschen mehr Sperre noch reinzubringen.
Ja, also wir können vielleicht ein bisschen mehr noch nach hinten gehen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, würde ich es so lassen erstmal. Ja gut, ich würde sagen, wir machen noch ein schnelles Sprintrennen einfach. Und dann ja, machen wir einfach mal noch so einen kurzen Elektrodrifter oder so draus. Ich glaube, das könnte richtig gut abgehen. Machen wir vielleicht eine Straßenszene. Das muss doch da vorne irgendwo eins sein. Genau, da können wir einfach schnell hinfahren. Jung. Ja, also auf der Bremse, obwohl die jetzt ja doch echt krass besser ist und so weiter, man kommt da halt doch mit ganz anderen Geschwindigkeiten an. Es ist schon, also halt das Verhältnis, es ist oftmals, das macht man irgendwie unterbewusst, man irgendwie gewöhnt sich relativ schnell an die Beschleunigung und setzt oftmals die Beschleunigung der Verzögerung gleich. Aber das ist hier nicht der Fall. Obwohl die Bremse echt gut beißt, beißt sie im Verhältnis zur Beschleunigung echt schlecht. So, das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, wo ich mich gerade ein bisschen schwer tue, dass ich mich sehr oft beim Bremsen verschätze. Oh, das sieht jetzt geil aus in der Nacht. Also die Heckpartie ist doch schon geil. Also gerade mit der Leuchte hinten. Wow, Verkehr, weg da! Das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, wir können halt noch so viel extremer gehen, was Fahrwerkseinstellungen angeht. Ah, ist jetzt okay. Für den kurzen Spaß soll es reichen. Sorry, weg da. Ich hab's eilig. Oh, das war zu eilig. Ups. Auch geil ist vorne, ne? Das Cupra-Logo ist auch beleuchtet. Das ist ja typisch Concept-Car. Angeschoben. Oh! Auf, auf, auf! Nein! Ja, so ab 300 ist ein bisschen zäheres Beschleunigen. Da haben die Verbrenner natürlich eine andere Waffe. Aber es ist trotzdem krass, wie schnell das alles ist. Nein! Da rutscht er mir weg. Ich finde es trotzdem krass, was man aus dem Fahrzeug rauskitzeln da nochmal kann. Zieh! Streng deine Batterien an! Das hat nicht gezählt, oder? Nee, war klar. Ich wollte halt ihn nicht upcrashen, wenn ich da jetzt reinfahre. Ja, das ist dann. Ja, das war. Genau das. Das wollte ich eigentlich nicht. Ups. Nur unfair kann der. Nur unfair. Ja, ist nicht ganz perfekt. Der Aufbau auf S2. Da muss man, glaube ich, echt noch ein bisschen was machen, um da das Optimale rauszuholen. Lass ich mich das einfach noch mal kurz probieren, ob ich da vielleicht vielleicht noch mal ein bisschen was rauskitzeln kann. Hier ein bisschen stabilisieren. Hier etwas reduzieren sogar. Auch
Ja, hier würde ich mal trotzdem lassen. Hier will ich den anderen Weg gehen. So, und einfach nochmal testen. Probieren geht über studieren. In diesen schnellen Kurven alles easy. Also da greift halt die Aero so krass gut. Problem ist eher so in diese mittelschnellen und langsamen Kurven. Da, wo die Aero nicht so greift. Aber ich glaube, da werden wir im Feintuning halt auch nicht so viel reißen können. Na, da schiebt er halt dann schon gut rüber. Aber gut. So ist es halt. Da machst du nix. Trotzdem crazy. Das ist trotzdem einfach verrückt. Ja, ich gebe das euch einfach mal frei, falls ihr selber da jetzt nicht selber was ausprobieren möchtet oder das einfach mal so testen möchtet, wie ich es jetzt gemacht habe. Ist, wie gesagt, ganz gewiss nichts Besonderes. Gerade S2 998 ist ja auch echt eine Ansage. Und nicht so einfach. So, jetzt machen wir mal ganz schnell noch, ganz schnell quick and dirty. Einfach so ein bisschen Drift-Aufbau. Jetzt groß nicht viel mit einstellen oder so, sondern einfach, um das mal getestet zu haben. Mal grad hier rein. Würde auch bei der Leistung bleiben. Das Einzige, was ich jetzt ändern wollen würde, wäre jetzt einfach die Bremse rausschmeißen, weil es sieht so geiler aus. Bremse brauchen wir nicht beim Driften. So, können ja vielleicht einfach direkt einen Drift-Diff, dann brauchen wir da das einfach nicht einstellen. Machen mal die Drift-Reifenmischung, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, muss ich ehrlich gestehen. Ansonsten lassen wir eigentlich alles, oder? Achso, Fahrwerk noch, ne? Drift-Fahrwerk machen wir dann noch. Ich habe ein bisschen Angst. So, wir können jetzt aber hier dafür das noch ein bisschen rausholen, oder? So. Passt schon. Passt schon. Ich stelle da jetzt groß auch gar nichts ein. Ich glaube, die Leistung alleine reicht schon, das Ding quer zu schmeißen. Ansonsten haben wir noch die gute Handbremse. Die ist nicht umsonst da verbaut. Die ist da nicht umsonst verbaut. Okay, mal gucken ohne Handbremse. Ja, ein bisschen hecklastiger müsste er, glaube ich, sein. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht drum um. Das müssen wir... Oh, die ist eigentlich schon zu komplett hecklastig. Okay, never mind. Da müssen wir das doch ein bisschen hier was verändern. Da er ein bisschen mehr macht. Oder halt wirklich die Handbremse dazu nehmen. Aber ich glaube, die Drift-Gurus da unter euch, die werden, glaube ich, da richtig ihren Spaß haben. Weil ich glaube, da kannst du richtig eine böse Drift-Maschine draus machen. Einfach, weil du einfach immer instant diese Leistung anliegen hast. Aber ich glaube, Aero ist, glaube ich, zu stark eingestellt, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Gefühlt greift der einfach zu viel Grip ab gerade. Vielleicht gehen wir einfach mal auch so nah. Ne, da vielleicht jetzt nicht. Ich mal hier, das ist ja auch so eine Drift-Strecke. Und ja, bevor ich jetzt angeschrien werde, mach die Punkte an! Mache ich es auch noch schnell. So, hat Hinweise. So. Gucken wir mal, wie einigermaßen gut ich durchkomme. Also richtig quer ist schwierig, ey. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da, dann einen richtig bösen Drift da draus zu bauen. Ich kriege ihn gerade nicht. Ich krieg gerade keine kleinen Drifts hin. Also, Drifts sind alle so größer im Winkel. Oder nicht im Winkel, sondern im... Wie soll ich denn das beschreiben? Der Radius quasi ist groß. Ich kann so diese ganz engen Drifts... Tue ich mich
schwierig gerade damit. Gefahr ist halt, glaube ich, bei dem Fahrzeug, dass man super, super, super schnell auf hohe Geschwindigkeiten kommt. Muss ich selber da ein bisschen zurücknehmen, nicht zu viel in Geschwindigkeit zu investieren beim Drift, sondern mehr Power wirklich zum Querschmeißen nutzen. Aber ja, das geht schon. Also, ne? Potenzial ist da, sagen wir es so. Potenzial ist da. Gut, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wie eingangs erwähnt, Fahrzeug ab sofort für 2 Millionen Credits im, ja, in der Automesse erhältlich. Oder du wartest einfach auf morgen Nachmittag, spielst ein paar Minütchen, dann kriegst du das Ganze auch per Ingame-Nachricht gratis zugeschickt. Ich wollte aber euch ja, das Fahrzeug natürlich nicht vorenthalten. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bin mal sehr gespannt auf euer Feedback, auch auf eure Fahrberichte zum Fahrzeug. Also mir zaubert das auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht, nach wie vor, weil es halt einfach irrwitzige Power ist, was man hier erlebt. Ja, gut, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Resttag und ich hoffe, wir hören und sehen uns in einer der kommenden Folgen wieder hier auf dem Kanal. Mach's gut und bis denne. Ciao!